Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die gelbe Edition. Interessanterweise, Leute, das wusste ich nämlich gar nicht, wurde gespeichert, dass wir auf dem Fahrrad sind. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, auf dem Fahrrad zu speichern. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen der Musik, letztens. Und wir sind weiter, ich habe den Spielstand geladen, wir sind immer noch auf dem Fahrrad. Das ist interessant, das wusste ich, wie gesagt, ich wusste es nicht. So, Leute, bevor wir jetzt hier anfangen zu angeln und dann zum Kraftwerk surfen und uns auch Zap dort angeln und einen Zapdos holen, müssen wir noch mal kurz fliegen. Und zwar fliegen wir zur Zinnoberinsel. Einfach nur, weil das die letzte Stadt war, ist, bei der wir waren. Wir müssen in den Markt. Und zwar brauchen wir Hyperbälle und Superbälle. Ich hoffe jetzt bei 10 Hyperbälle. Und 20 Superbälle. Denn es gibt ja noch ein paar Pokémon dort, die wir noch nicht gefangen haben. Und wäre blöd, wenn die dann plötzlich... Wenn uns die... Deswegen machen wir das. So. Habe ich die Angeln alle dabei? Ja. So, dann steht jetzt dem Angeln nichts mehr im Wege, Leute. Wir können jetzt die gesamte Route hier angeln. Also den gesamten Weg zum Kraftwerk. Und weil wir beim letzten Mal ja in der letzten Aufnahme nicht geangelt haben, werden wir dieses Mal zweimal angeln. So, erstmal runter vom... Wobei, ich glaube, wir gehen dann von alleine runter vom Fahrrad. Nein, doch. Ja, wir sind immer noch auf dem Fahrrad. Ich glaube, da gehe ich dann runter. Ein Carpador. Los, Goldini. So. Dann weiter mit der Superangel. Nein, Profiangel. Was kriegen wir? Ein Goldini! Level 10. Ja, da wird der Schnabel nicht ausreichen, aber eine Hornattacke sollte ausreichen. Ja. Dann die Superangel. Ah, ab hier kommen wieder Pokémon mit der Superangel. Ein Sepa, ich glaube, das haben wir noch nicht, Leute. Das wird gefangen. Ein Schnabel könnte ausreichen, damit es nicht sofort besiegt ist. Ja. Sepa wurde gefangen. Für Sepa wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Sepa, ein Drachen-Pokémon. Größe 0,4 Meter, Gewicht 8 Kilogramm, Nummer 116. Wenn sich Sepa in Gefahr wähnt, versprüht es zur Verteidigung entweder Wasser oder Spezialtinte. Super. Dann weiter mit der Angel. Ein Carpador. Schnabel.
Profiangel. Und ein Quapsel. Quapsel haben wir, glaube ich, schon. Deswegen können wir es besiegen. Goldini erreicht Level 28. Juhu! Muss ich es tauschen? Ah nein, muss ich noch lange nicht tauschen. Dann die Superangel. Leider nicht mein alter Stiefel, aber hier wird wieder ein Carpodon beißen. So, was kriegen wir hier? Nicht mein alter Stiefel. Und hier? Hier kriegen wir was. Ein Krabi. Krabi haben wir, glaube ich, schon. Also können wir es besiegen. Das hat das überlebt. Ein Carpador. So, dann jetzt die Superangel. Mal sehen, was wir da jetzt kriegen. Ein Seeper wieder. Oh, Volltreffer. Die Angel. Nicht mein alter Stiefel, leider. Auch kein alter Stiefel. Aber hier kommt wieder ein Carpador.
Und hier die Superangel. Nein, Profiangel. Ah, ich komme. Bevor wir hier jetzt angeln, Leute, möchte ich mich hier erstmal umsehen. Ah, nein, hier mit. Nichts, okay. Nein. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Ja, möchtest du meine sehen? Pokémaniac möchte kämpfen, besitzt zwei Pokémon und setzt Rihorn ein. Aber wir hätten eigentlich auch einen Rihorn, nur leider nicht dabei. Surfer. Ein Schlurp. Superschall. Hornattacke. Ist aber sehr schnell, nicht mehr verwirrt. So gefällt mir das, Leute. Ja. Jetzt reicht wahrscheinlich sogar ein Schnabel. Ja. Pokémaniac wurde besiegt. Naja, macht nichts. 1500 Pokédollar erhalten. So, also habe ich noch mehr seltene Pokémon. Schön für dich. So, jetzt wird nochmal geangelt, Leute. So, gerade eben waren wir, glaube ich, bei... Ach, keine Ahnung. Ich fange einfach von vorne wieder an. So, Goldini erreicht bestimmt noch Level 29, während wir hier angeln. Oh, so schnell sogar. Dann könnte es vielleicht sogar noch Level 30 erreichen. Wieder ein Krabi. Ein Volltreffer war das.
Leider nichts, dann gehen wir weiter. Und angeln mit der Superangel. Leider wieder nichts, dann ein Carpador. Ein Silberblick bringt dir nichts. Nein, das war das Falsche. Jetzt mal wieder was mit der Profi-Angel. Ein Quapsel. So, und jetzt noch was mit der Superangel. Nein, leider nicht. Dann wieder ein Carpador. Leider nichts. Leider auch nichts. Dann wieder ein Carpador. Was können wir hier angeln? Nichts.
Aber hier mit der Superangel. Hoffentlich was. Nein. Na dann wieder ein Carpador. So, was angeln wir hier? Wahrscheinlich wieder Kapsel oder Goldini oder nichts. Also Kapsel und Goldini sind, glaube ich, die Pokémon, die man mit der Profi-Angel angeln kann. Und Sepa und Krabi, die man mit der Superangel hier angeln kann. Also jetzt wieder ein Krabsi oder ein Sepa. Ein Sepa.